Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Fallout 76. Wir befinden uns auf einer Quest für den Orden der Mysterien, damit ich nicht nur Novizin bleibe, sondern auch irgendwann mal ein Vollmitglied werde. Und dafür habe ich mich jetzt hier zu Garahan Mining begeben. Hier soll ein Kanister Halluzinogas sein, den ich mit einsammeln soll. Und irgendwie scheine ich hier noch relativ allein zu sein. Ich hoffe es zumindest. Das wäre schön. Nehmen wir einfach mal die schwere Kampfflinte und laden mal kurz eben durch. Also bisher habe ich hier alles an Gegnern erlebt. Supermutanten. Shit. Okay. Das war ja sowas von klar. Was sind das denn hier? 42er. Oh, das wird ja lustig. Okay, mal gucken, ob ich die vorher ein bisschen ausknipsen kann oder zumindest. Okay, das war jetzt dämlich. Oh, leck. Okay. Da muss ich erstmal ein bisschen fieser werden hier. Okay, Junge. Na, das ist ja mal super hier. Gleich kriegt man hier erstmal Stress. Okay. Oh Mann. Dass die jetzt auch beide mit so einem dämlichen Ding rumrennen, ist jetzt echt nicht erfreulich. Arr. So, ich glaube mal, ich muss mir jetzt erstmal hier Dings reinziehen. Und ich darf ihn nicht zu nah rankommen lassen, sonst wird es nämlich jetzt unschön. So, Nummer 1 haben wir. Kommen wir mal zu Nummer 2. Wo steckt er denn? Da hinten. Hallo Kumpel, 59er Primus, ja geile Scheiße. Genau sowas habe ich jetzt gebraucht. Sehr schön. Okay, nehmen wir erstmal die Kronkorken mit. Und das Hundefutter in der Dose. Ja. Gegen irgendwas kämpfen. Oh, warte mal. Ach, deswegen ist das hier so hoch. Hier ist ja noch einer. Hallo Kumpel. Wow. Bam, in your face. Okay. Das war jetzt nicht so schön. Wow. Hier sind ja eine Menge unschöne Dinge unterwegs. Und ich laufe in alle rein. Aber immerhin, wir haben den Weg rein schon mal geschafft. Ab jetzt wird es nur noch brutaler. Oh, yeah. So, Klemmbrett braucht man nicht. Lampe brauchen wir auch nicht. Ich gehe mal hier ins Innere. Denn ich fürchte, das Halluzinogas ist da irgendwo unten drin und ich fürchte, ich muss es erstmal suchen. No. Ach ja. Nee, Supermutanten hätten jetzt nicht sein müssen. Die sind nämlich immer so ein bisschen sehr lästig, aber okay. Ich glaube allerdings, dass hier schon jemand am Aufräumen ist. Muss ich erstmal gucken, ob ich hier noch was finde. Ich meine, ist ja schön, dass der Typ hier aufräumt für mich, aber. Huha! Wow! Okay, die sind ärgerlich. Die sind ärgerlich hier. Da merkt man mal wieder, dass ich hier eigentlich ein Gruppenbild spiele. Mein Job ist es normalerweise so, während die anderen hier. Boah, leck ist der böse. Komm, du bist scheiße. Boah, du bist viel zu sehr gerüstet. Ich finde dich kacke. Hoppala. Mysteriöser Fremder. Okay, da wissen wir auch, was er hier für eine Nummer hat. Okay. Das wird jetzt wahrscheinlich so ein bisschen mehr an. Cranberry selbst gebrannt hat. Das klingt irgendwie interessant. Das wird ein paar mehr Stimpaks brauchen, als ich eigentlich ausgeben wollte für die Nummer hier, aber okay. Macht ja nichts. Dann müssen wir eben halt mal kurz rein, raus, fertig, aus. Huch. Dich wollte ich doch nicht hauen, Junge. So, gucken wir mal. Hier sind aber noch welche. Okay.
Der hat definitiv einen sehr, sehr fetten Hammer. Okay, zwei nervige Viecher weniger. Sind hier noch welche? Yep, definitiv. So, einmal Stimpak. Das hilft hier immer. So, hier sieht man dann auch noch irgendwelche Spots von Garahan Mining irgendwie auf der Karte, glaube ich. Wenn ihr solche Karten im Spiel irgendwo entdeckt, krabbelt die ruhig an. Da sind bei den normalen Karten immer Pins in der Karte. Oh, hier ist ja noch einer. Wow. Okay, Junge, du hast jetzt mal richtig zugeschlagen. Nicht schlecht. Ich glaube, ich muss mir demnächst auch mal so einen fetten Hammer besorgen. Aber ich finde die Mistgabel eigentlich schon deswegen gut, weil ich damit deutlich besser um Gegner rumtänzeln kann. So, schauen wir doch mal. Im Safe? Okay. Gucken wir mal, was da drin ist. Also ihr seht, dass für diese Aufgaben müsst ihr auf jeden Fall auch die Nebenskills können. Also entweder hacken oder Schloss knacken, wobei ich deutlich mehr Schlösser knacken musste bisher als hacken. So, hallo Zigin-Kanister, das nehmen wir doch gerne mit. Red Away, auch schön. Was bist du hier? Vernietet? Oh, ja, nee, brauchen wir eigentlich nicht. Ich höre, dass hier Dinge kaputt gemacht werden. Ich würde mal wetten, vor allem gerade irgendwelche armen Supermutanten. So, hier gibt es noch einen Stadthallenkabinenschlüssel. Keine Ahnung, wofür der ist. Und ein Garahan Mining Keycard. Ich werde mich jetzt hier noch ein bisschen umsehen, wenn ich eh schon mal da bin. In der vagen Hoffnung, dass ich hier dann auch noch ein bisschen Heilzeug entdecke. Panzerbrechendes Sturmgewehr, Aldecomio. Das wirkt, das... Oh, das wiegt dann natürlich wieder mal unglaubliche Mengen an... Oh, nee, lass mal. Das lassen wir hier. Das Gute ist, meine bessere Hälfte kann die Dinger bauen. Oh, revolutionäres Schwert. Schauen wir mal, was das so kann. Auf so Sachen stehe ich ja. 73 macht das Schaden. Ist Mittel. Das kann man noch elektrifizieren. Wenn man die entsprechenden Mods hat. Das ist auch noch relativ witzig. Vor allem, wenn man mit Gegnern zu tun hat, die auf Elektrokram eben nicht so positiv reagieren. So, hier wird immer noch geschossen. Warum wird hier denn immer noch geschossen? Aha, Dinge werden zerstört. Oh, jetzt bin ich hier wieder im Klo. Wenigstens ist das jetzt hier nicht wie bei den diversen Raider-Ecken, wo dann auch mal auf dem Klo irgendwie was ganz Fieses wartet. Das hatte ich auch schon. Oha. Hallo, Supermutant. Oh, shit. Supermutant, Meister, legendär. Das kommt aber nicht sehr legendär hier, Kumpel. Das Gute ist, dass ich mit dem Bild sehr beweglich bin und die normalerweise erwische, bevor sie zuschlagen. Ich brauche nur genug Zeit. Ein bisschen Raum zum Sprinten. So. Wow. Du hast mich jetzt aber erwischt. Fieses Viech. Das nehmen wir mit. Splittergranate ist auch okay. Sturmgewehr lassen wir hier. Was liegt denn hier? Uah. Auch wieder ekliges Zeug. Oh, hier ist ein Power-Rüstungs-Chassis. Aber das brauche ich nicht. Ich habe diese Quest hier zwar irgendwann angenommen, von wegen diese Bagger-Rüstung zu basteln, die man bei Garahan Mining machen kann, aber ich verfolge die gerade nicht aktiv. Oh, was ist das hier? Bauplan Raider, rostige Schlagringe. Okay, warum nicht? Entschuldigung. Oh, was ist das denn hier? Zugauslöser. Oh, das ist nicht so schön hier.
Okay, das Ding muss ich hier definitiv erstmal kaputt machen. Tesla-Bögen sind kacke. So, zieh das. Dann kann ich nämlich auch hier dieses Schloss in Ruhe knacken. Wenn da nämlich keine Falle mehr ist, dann kann die mich auch nicht brutzeln. Ah, au. Warum geht das nicht? Ach, schon besser. Sehr schön. Katsching. Gamma-Patrone, geil. Ich habe nämlich eine Waffe, mit der ich, das brauche. So. Das hat sich doch jetzt mal sehr gelohnt. Wecker und so ähnlichen Kram sammle ich momentan ein, weil ich die immer brauchen kann. Daraus kriegt man nämlich Schrauben und Federn und so Zeug. Und gerade wenn man Powerrüstung bauen möchte, braucht man davon sehr, sehr viele. Oh, noch mehr Kronkorken. Super. Nette Sache. Haben wir alles? Okay. Schaut stark danach aus. Hier sind wir hergekommen. Hier wurde auch schon alles rausgeholt. Red Eggs. Naja, können wir verkaufen. Ah, hier rennt der Typ hier rum. So, was war das? Haben wir auch schon. Caution. Falling Rocks. Okay. Ja gut, hier möchte ich dann ehrlich gesagt auch nicht, dass mir irgendwas auf den Kopf fällt. Das ist dann so ein bisschen unsympathisch. Ah, hier sind noch ein paar Kisten. Red Array verdünnt. Boah, besser als nichts. Hier ist wieder was zum Aufknacken. Yeah. Klick. So gehört sich das. Günstiger Wunderkleber nehmen wir auch gerne mit. Können wir auch brauchen. So, was bist du? T45 Helm. Das ist ein Teil einer Powerrüstung. Das nehmen wir aber nicht mit. Emergency Pharmaceutical Kit. Und was ist drin? Drogen. Ist okay, Leute. Ist okay. Aber zumindest kann man sich hier mit allen möglichen Sachen prima eindecken. T45 rechtes Bein. Also würde ich jetzt hier irgendwie eine Powerrüstung sammeln wollen. Ich würde mich freuen. T45 bewegungsunterstützende Servos. Okay. Wieder eine super Plan. Also liebe Leute, wenn ihr hier unterwegs seid, sammelt auf den Tischen Kram ein. Hier liegen echt coole Sachen und irgendwie hat er die alle liegen lassen. Kumpel, ich würde es dir ja sagen, wenn ich könnte, aber wir haben ja hier leider keinen Textchat. Insofern loot ich den ganzen Scheiß einfach mal und verlass mich darauf, dass du sie nicht brauchst. Die Sachen hier. So, jetzt mache ich mal eben meinen Schrott klein. Und ich glaube, dann gehe ich mich mal verpieseln. Weil so richtig viel passiert hier nicht mehr. Die ganzen Supermutanten scheinen auch tot zu sein, denn der Typ da hat ordentlich aufgeräumt. Oh, hier ist noch ein First Aid Kit mit Schmutzwasser. Yay. Geile Scheiße. Genau sowas habe ich jetzt gebraucht. Ja, aber hier ist es sehr ruhig. Ich glaube, der hat hier wirklich alles aufgeräumt. Na? Ist hier noch was? Ich glaube nicht. Dinnerteller. Ja, nee, lass mal. Ich frage mich zwar, warum Leute Dinnerteller in einen Mülleimer schmeißen. Aber gut, das werden wir wohl nie erfahren, denn die ganzen Leute sind ja alle tot. So, hier ist dieses Port Diner, das auch hier nicht funktionieren wird. Was haben wir hier? Nuka-Cola. Oh, das ist gut. Dose, nope. Ich hätte gern Dose mit was drin, Leute. Nicht nur leere Dose. Rattengift. Ja, nee. Die Art von Dose mit was drin muss jetzt auch nicht sein. Das ist dann doch ein bisschen zu eklig. Toaster. Sehr schön. Können wir auch brauchen. Hier lag doch auch noch irgendwas. Cram. Super. Hundefutter in der Dose ist auch schön. Oh, oh. Tod von oben. Wo schmeißt er die runter? Achtung. Oh, leck. Ein Atomschlag steht bevor. Voll ins AVR Medical Center. Ja, Leute, ihr habt sie doch nicht alle. Danke für Ihre Kooperation. Okay, warte mal. Ich werde mich mal... wo setze ich mich denn am besten hin? Damit man das gut sieht, ich gehe mal hier hin.
Das könnte jetzt recht interessant werden. Dann seht ihr nämlich mal, wie so eine Atombombe runterkommt. Also so direkt vor der Nase. Wenn ich schon die Gelegenheit habe, das zu zeigen. Übrigens, hier war ich dann auch mal in meinem Golfoutfit, schön auf dem Golfplatz und habe ein bisschen den Tag genossen. Das Leben ist schön, die Welt noch schöner. Okay, gucken wir doch mal. Also ich hoffe mal, dass ich es jetzt noch rechtzeitig zu der Zone schaffe, damit wir das auch sehen können. Ich finde das eigentlich recht cool. Dafür habe ich auch immer meinen Chemikalienschutzanzug mit dabei. So, Kittery. So, wo ist er denn? Ja. Also wir gucken von hier direkt auf die Einschlagzone runter. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Weil irgendwann demnächst dürfte man sie sehen. Also so in 1,5 Minuten kommt das Ding runter. Eieiei. Ich bin nur froh, dass es jetzt nicht bei dem Riverside Manor runterkommt, weil mich jetzt erstmal durch die Atomzone zu begeben, ist immer so lustig. Okay, ist hier irgendwas Gegnermäßiges in der Nähe? Anscheinend nicht. Sehr schön. Wundert euch mal nicht, dass hier die ganze Zeit irgendwelche Flocken mit Branddingen rumfliegen. Ash Heap ist ein riesiges Gebiet mit Bergbauvorkommen, die offensichtlich damals dann auch in Brand geraten sind, als die großen fetten Atombomben in der Gegend gefallen sind. Und es brennt halt immer noch. Das hört auch einfach nicht auf. Wer weiß, wie viel da jetzt noch kommt. So. Ich bin echt gespannt, was wir jetzt hier sehen werden. Das wird richtig witzig werden. Ich mache mal eben eine von den Quests weg, dass ich hier ein bisschen mehr Platz auf dem Screen habe für beeindruckende Bilder. Ich hoffe mal, wir sehen es jetzt gleich. 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Na, wo kommt sie denn jetzt? Da fällt sie runter. Und Bäm! Oh, leck um hier. Pilz! Boah, das ist echt beängstigend. Oh, ich hoffe mal, ich bin weit genug weg, sonst brenne ich jetzt ein bisschen. Pilz. Das ist doch mal richtig. Also, ich weiß immer noch nicht, ob ich die Dinger jemals abfeuern will. Ich finde das einfach erschreckend, scheußlich, nicht schön. Also, dass sie das als Endgame-Event in so einem Spiel drin haben, in dem es eigentlich hauptsächlich darum geht, die entsetzlichen Dinge zu betrachten, die passiert sind, nachdem es einen Atomkrieg gab. Das ist halt immer schon so ein bisschen eine sehr, nun ja, bedenkliche Frage. Ich weiß nicht, ob das die richtige Lösung ist. Ich habe hier einen Chemikalienschutzanzug. Das heißt, wir können uns jetzt hier auch mal in Richtung des Einschlaggebiets begeben und gucken. Das wird mich jetzt auch glücklicherweise nicht so extrem redden. Aber ihr merkt es schon hier unten, es fängt an zu ticken. Ich bin also in einer Zone, in der permanent jetzt Strahlung sein wird. Und das wird jetzt auch alles rötlich und hässlich und so. Die Frage ist natürlich immer so, warum macht man das eigentlich? Oh, lecco mio. Oh, den gehe ich jetzt lieber aus dem Weg. Die sind mir ein bisschen zu heftig. So ein Berg mit 68er-Mutanten muss ich jetzt nicht haben. Also zum einen findet man hier immer wieder coole Vorkommen an Azerit. Nee, Quatsch, Azerit sage ich schon. Ultrazit. Azerit war das bei WoW. Meine Güte, ich werde echt alt. Ich spiele zu viele Spiele. Das Ultrazit braucht man später für Ausrüstung, also gerade für eine Powerrüstung. Es gibt ja eine Powerrüstung, die mit Ultrazit hergestellt wird. Dafür braucht er dann auch einen ganzen Berg von. Und die wird auch mit Ultrazit repariert. Das heißt, wenn man nicht aufpasst, dann ist die ganze Rüstung im Arsch und man hat nichts zum Reparieren. Aber andererseits, alle Dinge, die so normalerweise in dem Gebiet wachsen, werden dann auch verstrahlt und wenn man die dann erntet, hier zum Beispiel, bekomme ich eine Sorte von fünf verschiedenen Flux-Dingern.
Flux-Varianten. Mit diesen Flux-Varianten könnt ihr, wenn ihr die weiter veredelt, selber Fusionskerne herstellen. So, hier ist das Protektron. Gucken wir mal, ob ich hier noch irgendwas finde. Hier sind noch ein paar Pilze. Also eigentlich wollte ich ja zurück zum Ravenscroft Anwesen, aber wenn sich das schon mal als Gelegenheit bietet, dann laufe ich hier auch mal durch ein verstrahltes Gebiet und zeige euch das ein bisschen. Weil das Game zu spielen ist ja die eine Sache. Hier Geigerblüte. Das war vorher wahrscheinlich eine Rußblüte. Und damit kriege ich rohen Yellow Cake Flux. Also selbst wenn ihr das Zeug später nicht verwendet. Bloated Glowing One. Oh, dem gehe ich aber lieber aus dem Weg. Wobei, ich könnte mich eigentlich mal heilen. Und dann mal gucken. Oh, da ist irgendjemand, der gegen den kämpft. Oh, ist ein paar Mutantenkriegsherr. Oh, lecko. Also kann ich mich gleich auf. Oh, shit, wie viele sind das denn? Oh, leck. Okay, nicht so schön. Also der möchte natürlich jetzt seinen Loot nicht loskriegen. Ah. Okay, einen habe ich, den zweiten kriege ich auch. Jetzt muss ich noch den Supermutanten töten. Ich hasse sie. Dadurch, dass ich jetzt gerade kaum Rüstung trage, ist es natürlich richtig unschön. Wenn die mich treffen, tut das echt weh. Ja, ich weiß. Ja, ist okay. So, Kumpel, wo bist du jetzt? Du hast ja auch nur deine dumme Knarre. Und ich habe dafür mein Piekse-Ding dabei. So, ja. Lass mir ruhig eine reinhauen, aber ich piekse dich trotzdem. So, Thema erledigt. Leuchtende Masse ist auch was, was man nur hier kriegt. So. Schnell mal hier mein Loot einsammeln. Atomarer Abfall, gute Sache. Ah, ionisiertes Fleisch. Oh Gott, das klingt auch irgendwie eklig. Was auch immer man damit macht. Wahrscheinlich kriege ich jetzt auch wieder einen neuen Plan, mit dem ich dann gucken kann, was man daraus Schönes zu essen bastelt. Gehärtete Masse brauche ich auch zum Weiterveredeln von Flux. Insofern, also wenn ihr hier dann in der Umgebung Gegner tötet, bekommt ihr diese speziellen Materialien auch noch dazu. Mit denen macht man dann die verschiedenen Flux-Varianten haltbar, denn die zerfallen unglaublich schnell und sind dann inaktives Flux, mit dem man nicht mehr viel anfangen kann. Aber inaktives Flux hat einen Vorteil, einen einzigen. Oh oh. War hier irgendwo noch ein hässlicher Supermutant? Ich habe doch hier jemanden reden gehört. Ich weiß es nicht. Also, inaktives Flux hat einen Vorteil, man wird davon weniger durstig. Also wenn das Zeug dann mal zerfallen ist und in eurem Zeug rumhängt, also im Inventar rumliegt und ihr keine Ahnung habt, was ihr damit machen sollt, trinkt es halt einfach. Funktioniert. So, hier ist noch so ein leuchtendes Viech. Ich glaube, mit dem haue ich auch noch platt. Wenn ich schon mal da bin, hauen wir halt so ein paar leuchtende Viecher. Was soll's. Aufgeblähter Leuchter. Uah, wie geht es das hässlich? Der Typ ist eklig. Uah, weg mit dir. Ja, das ist ja. Boah, jetzt erschreck mich doch nicht so, du Typ. Alter. Echt jetzt. So, sind hier noch ein paar? Oh, er möchte mit mir reden. Das ist süß. Hallo, ich winke dir zu. Nein, ich will nicht deinem Team beitreten, Kumpel. Ich will hier einfach einsam vor mich hinrennen und Dinge töten. Zum Beispiel den hier. Den aufgeblähten Leuchtenden hier. Oh, fuck. Der hat mich jetzt glatt mal platt gehauen. Eieiei. Nicht so schön. Okay, wo bin ich denn jetzt hier gerade gestorben? Ah, dann gehe ich jetzt zur Feuerwache Charleston zurück. Och, komm jetzt. Das ist ja mal fies. Okay, gut, dann spawne ich hier neu. Super. Egal. Ihr Lieben, aber an dieser Stelle
würde ich mich dann auch mal wieder verabschieden. Übrigens, das ist ein Bild aus dem Enklave-Bunker. Die Quest habe ich auch schon angefangen. Und sie ist sehr lustig. Eigentlich wollte ich ja ein cooles Bild von mir zusammen mit diesem Aggressotron basteln, aber der ist dann weggelaufen, bevor ich fertig geworden bin. Das war dann so ein bisschen blöd. So, ich laufe doch nochmal eben kurz zurück und sammle mein Zeug ein. Na, das würde mich jetzt ärgern, wenn es weg wäre. Wow! Oh shit! Lecko mio! Und hier kommen gleich mal nervige Maulwurfsratten und versuchen zu profitieren. Was soll das denn hier? Alter, ihr seid ja schon kleine Nutznießer. Okay, nochmal Stimpack reingehauen. Also ich hatte mich definitiv zu sehr darauf verlassen, dass mein Dings funktionieren würde. Ich habe so ein kleines Helferchen-Perk, das mir ein Stimpack reinhaut, sobald ich unter 20 Leben bin. Aber wenn mich ein Feind zu krass erwischt, ist das natürlich ein bisschen wenig hilfreich. Aber macht ja nichts. Ihr Lieben, an dieser Stelle verabschiede ich mich mal von euch. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei meinem lustigen Ausflug in die Atome. Und ich hoffe mal, wenn ihr in so einer Zone unterwegs seid, dass ihr viele coole Sachen erlebt und viele lustige Kämpfe und was auch immer. Lasst euch das auf jeden Fall nicht entgehen, aber nehmt immer bitte schön einen Schutzanzug mit, denn ohne den wird das Ganze sehr, sehr unschön und sehr, sehr ätzend. Also ich würde das an eurer Stelle nicht ohne machen. Quantenblatt, okay, hatte ich jetzt auch noch nicht. So, wo ist denn meine Tüte? Ich hoffe mal, ich finde die überhaupt noch. Weil hier müsste irgendwo meine Todestüte rumliegen. Wo ist das Viech denn? Also hier ist zumindest ein Toter. Ionisiertes Fleisch, okay. Wo ist meine Todestüte? Also die müsste doch hier irgendwo liegen. Ne? Ach, da ist sie. Okay, warte mal. Alles schön einpacken. Ja, ich will alles mitnehmen. Zönk. So, jetzt kann ich mich auch guten Gewissens verabschieden. Lieben, macht es gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich mich weiter auf die Spur des Ordens der Mysterien begebe und hoffentlich nicht irgendwelche Atombomben auf das Ravenscroft-Anwesen runterballern. Macht es gut. Habt eine schöne Zeit, wenn ihr das selbst spielt. Viel Spaß und bis denn. Tschüss.